Liebe Mitbürger, ich befinde mich hier im Schulungszentrum der AfD Südliche Weinstraße Landau in Offenbach an der Queich. Vor ziemlich genau acht Monaten habe ich hier gemeinsam mit Eugen Ziegler schon einmal ein Video gedreht zur Corona-Thematik. Damals befanden wir uns mitten im ersten Lockdown und heute stehen wir unmittelbar vor dem zweiten harten Lockdown hier in Rheinland-Pfalz, aber auch in ganz Deutschland. In den letzten acht Monaten hat sich natürlich viel getan, manches hat sich verändert, die Medizin hat neue Erkenntnisse gewonnen über das Coronavirus, die Gesellschaft hat viele Erfahrungen gesammelt, was den Umgang mit dem Virus und den Maßnahmen der Politik anbelangt. Aber in gewisser Weise ist auch ja, vieles sehr ähnlich geblieben oder gleich geblieben. Es stellen sich im Prinzip die gleichen großen politischen Fragen wie im April. Ja, allen voran die Frage, wie unsere Volkswirtschaft mit den enormen Einbußen durch die Corona-Zwangsmaßnahmen fertig werden kann, das, was das für die Zukunft bedeutet wie es aussieht mit unserem Finanzwesen angesichts der Tatsache, dass ja Millionen, Milliarden Gelder bereitgestellt werden von der Politik für alles Mögliche und sich der Bürger natürlich fragt, wie diese Unsummen jemals wieder zurückgezahlt werden können und der Zweifel sehr groß ist, dass das realistischerweise nicht möglich sein kann und man sich natürlich fragt, was das dann bedeutet. Heißt das dann galoppierende Inflation oder was auch immer? Da ist jede Menge Unsicherheit dabei. Es sind die Fragen gleich, die wir schon im April angesprochen haben, was die Gastronomie betrifft, die Situation der Gastronomen, der Restaurants, der Hoteliers, was den Einzelhandel betrifft, die Kulturbranche, insbesondere die freischaffenden Künstler. All das kann man ja sehr gut vergleichen mit der Situation im April. Auch ja. Wenn ich jetzt über das Corona-Virus im Engeren nachdenke, ähm, muss ich eigentlich das Fazit ziehen, dass sich äh, zwar natürlich in diesen acht Monaten eine Menge getan hat, aber im Prinzip die Fragen, äh, die ungeklärten Dinge noch viel größer sind als das, was man weiß. Nach wie vor tappen wir beispielsweise, was äh, die Verbreitung des Virus, die Ansteckungswege anbelangt, äh, weitgehend im Dunkeln. Ähm, ja, und insofern sind die Menschen äh, stark verunsichert und auch ich persönlich äh, habe jede Menge Fragen und äh, bin auch kritisch, was äh, ja, die ganz klaren Urteile anbelangt, die in der Politik geäußert würden, aber auch zum Teil von äh, den sogenannten äh, Corona-Gegnern, den Corona-Leugnern äh, und ihren sogenannten Verschwörungstheorien. Mit ganz klaren Meinungen habe ich Probleme, weil, äh, das war im April schon so, wir uns einfach in einem Erkenntnisprozess befinden und das ist eine schwierige neue Situation. Und da ist es ganz wichtig, dass eben alle relevanten Meinungen zur Sprache kommen können und eine Diskussion, eine offene Diskussion geführt wird. Und das war schon im April schwierig. Ja, medizinische Fachleute wie etwa... Herr Professor Bakhti oder Herr Professor Streeck sind eben nur ansatzweise ja, befragt worden, konnten ihre Positionen erläutern, einer breiteren Öffentlichkeit in den Massenmedien. Und heute hat sich diese Lage ja, erheblich verschärft. Wer Kritik äußert, wird sehr schnell in eine Ecke geschoben, die eine radikale, extreme Ecke ist. Dann wird eben von Verschwörungstheorien und so weiter gesprochen. Das ist unschön. Ja, wenn mir die Frage gestellt wird, was mir besondere Sorgen jetzt aktuell bereitet, dann möchte ich auf den Einzelhandel eingehen und habe einen eine Zeitungsartikel aus der Jungen Freiheit vor mir, datiert vom 4. Dezember unter der Überschrift Stirbt der Handel? Sterben die Innenstädte. Und äh, da wird äh, auf die Situation des Einzelhandels in Deutschland im November eingegangen. Und es finden sich eine ganze Reihe alarmierenden, alarmierender Zahlen darin. Äh, zum Beispiel wird festgestellt, dass die Umsätze in den ersten drei Novemberwochen in äh, ganz Deutschland im, in den Geschäften um durchschnittlich 30 Prozent eingebrochen sind. In den Kleidungsgeschäften sogar um im Schnitt 40 Prozent. Also sehr dramatische Zahlen und die Lage hat sich seither ja eher noch verschärft, wenn man bedenkt, dass wir jetzt diesen zweiten harten Lockdown eine Woche vor Weihnachten bekommen und das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel von einer überragenden Bedeutung ist und ja, jetzt endgültig für Sie wegbricht. Es konnten in den letzten Wochen kaum Umsätze gemacht werden und vieles, was jetzt vielleicht noch in den nächsten Tagen gelaufen wäre, ist jetzt nicht mehr möglich. Die Lage ist sicher dramatisch und die Politik wird in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr Antworten finden müssen auf die großen Probleme der Verödung unserer Innenstädte, unserer Ortskerne durch Leerstände drohende Pleiten von Einzelhändlern. Das ist schon in der Vergangenheit, schon vor Corona, ein deutlich sichtbares Problem gewesen. Die Leerstandsproblematik beispielsweise an dem Ort, an dem ich wohne, in Anweiler am Trifels, war schon länger ein großes Thema, und hier wird es eine massive Verschärfung geben. Und die Politik wird sich Gedanken machen müssen, was man tun kann in Richtung beispielsweise Mietpreisbremsen in solchen zentralen Lagen, wie man Gelder des Landes Rheinland-Pfalz vielleicht auch umdirigiert in, in das Leerstandsmanagement, in gezielte Maßnahmen in diesem Bereich, um Geschäfte dort, die zukunftsfähig sind, anzusiedeln die viel vielleicht digital machen, aber doch äh, im Kundenkontakt stehen möchten, also ein Ladengeschäft betreiben möchten. Ähm, das ist eine schwierige Thematik. Da wird man auch äh, vielleicht neue Parkplatzlösungen äh, finden müssen, dass die Bürger eben auch in die Ortskerne, in die innerstädtischen Bereiche kommen können, ohne dass das die Atmosphäre eben zu sehr beeinträchtigt. Denn äh, das ist sicherlich auch ein, ein wichtiger Faktor, dass sich die Menschen beim Bummeln in den Zentren wohlfühlen, dass sie dann natürlich auch gastronomische Einrichtungen vorfinden, wo sie eben was essen können, was trinken können zwischendurch, aber eben auch Ladengeschäfte, die attraktiv sind, die sich halten können auf längere Zeit und nicht alle paar Monate wechseln. Ein Riesenthema, denn, wie es hier in der Überschrift der Junge Freiheit heißt, stirbt der Handel, sterben die Innenstädte. Ja, also dieser Tage ähm, habe ich doch äh, ja, viel Mitleid und ich denke viel an Personengruppen, die äh, von der Corona-Krise in besonderem Maße getroffen sind. Natürlich die jene Menschen, die mit SARS-CoV-2 äh, schwer erkrankt in Krankenhäusern liegen, auf Intensivstationen, die, die daran gestorben sind, äh, aber auch an die Pfleger, die Ärzte, die natürlich da jede Menge Arbeit haben, unter enormem Druck stehen. Ich denke aber ebenso an die Gastronomen, die in ihrer Existenz gefährdet sind, die Hoteliers, die freischaffenden Künstler, natürlich die Einzelhändler. Ich habe diesen Bereich ja jetzt gerade betont, vor welch einer schwierigen, schwierigen Ausgangssituation sie jetzt stehen, mit Blick auf das nächste Jahr. Ähm, ja, ich denke auch an äh, die vielen Menschen, die unter den jetzt schon Monate währenden äh, Vereinzelungstendenzen leiden. Denn der Mensch ist eben nicht nur Individuum, er ist auch äh, auf Gemeinschaft angewiesen ähm, und ja, er braucht den Austausch mit anderen Menschen, die Begegnungen und äh, das gilt im besonderen Maße für unsere Jugend, für die Studenten. Ähm, die haben jetzt eben auch kein richtiges Universitätsleben, wo sie äh, Kommilitonen treffen sich mit ihnen äh, unterhalten, diskutieren, aber natürlich auch privat treffen und so weiter, feiern. All diese Dinge ähm, brechen ihnen sehr weitgehend weg durch die Zwangsmaßnahmen und das ist ein Verlust, der letztlich nicht wieder gut zu machen ist. Aber nicht nur junge Leute leiden unter dem Fehlen äh, von Austauschmöglichkeiten mit anderen Menschen. Äh, das betrifft natürlich alle Generationen, all jene, die etwa in Vereinen aktiv sind, Sport betreiben, andere Dinge tun, bei der Feuerwehr sind, Kulturverein und so weiter. Ein großes, großes Feld und für die deutsche Kultur ja bekanntlich von eminenter Bedeutung. Auch da findet ja seit Wochen und Monaten sehr wenig bis gar nichts statt. Und man wird auch da die Frage stellen, ob äh, ja, all diese Vereine ähm, ja, in ihrer ganzen Breite da dann nahtlos wieder anknüpfen können, wenn diese Krise endlich äh, ja, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres überstanden ist. Wird es dort nicht auch viele ähm, Vereine geben, die dann eben nicht wieder neu starten, die vielleicht schon vorher in einer schwierigen Situation waren, Stichwort Überalterungsproblematik und äh, ja dann eben äh, nicht mehr aktiv sind ja quasi sterben ähm, das, da gilt das gleiche wie für den Einzelhandel und für andere Wirtschaftsbereiche die schon länger kriseln wo man aber ohne die Corona ja dramatische Corona Entwicklung ähm, vielleicht mehr Zeit gehabt hätte Lösungen zu finden und wenigstens einem Teil ähm, dann eine hätte eine Zukunft ermöglichen können Einzelhändler, die ja, jetzt der Krise doch zum Opfer fallen, obwohl es eben nicht nötig wäre, Vereine, denen man hätte Zeit geben müssen für eine ja, verjüngung, eine schrittweise Verjüngung ihrer Strukturen. Da wird sicherlich jede Menge wegbrechen und man stellt sich natürlich die Frage, ob dieser sehr hohe Preis ja, eben gezahlt werden musste, ob es nicht andere, weniger harte Strategien. Gegeben hätte, die ja eben auch das Virus eindämmen könnten, ohne dass solche Opfer gebracht werden müssten. Ich denke auch, und damit möchte ich diesen Punkt abschließen, an dramatische Fälle von psychischen Problemen, die mit den ganzen Veränderungen unserer, zwangsweisen Veränderungen unseres gesellschaftlichen Lebens dieser Vereinzelung zu tun haben. Es ging ja jetzt schon in den letzten Tagen und so Wochen Zahlen durch die Presse über die massiv sich erhöhenden psychischen Erkrankungen aller Bevölkerungsgruppen. Ich habe ja viel über den Einzelhandel gelesen. Da ist mir jetzt gerade dieser Tage ein Bericht aus Belgien untergekommen, wo erwähnt wird, dass ich glaube, es war letzte Woche eine... 24-jährige Friseurin in Lüttich selbstmord begangen hat. Sie hatte sich erst relativ kurz vorher, jedenfalls in den letzten Monaten, mit einem Geschäft selbstständig gemacht und wurde durch den harten Lockdown in Belgien eben da existenziell getroffen, musste das Geschäft wieder aufgeben und hat eben darauf mit einer Selbsttötung reagiert. Ein tragischer Fall. Aber auch in Deutschland wird es sicherlich zunehmend Fälle geben, wo Menschen, die deren Existenz zusammengebrochen ist, ja vielleicht nicht Selbstmord begehen gleich, aber doch schwer darunter leiden, krank werden und so weiter. Und ihr Umfeld, ihre Familie leiden dann eben mit. Auch das sind dramatische Geschichten, die man dieser Tage erzählen muss, die zu dem ganzen schwerwiegenden Thema Corona unbedingt dazugehören. Was auch ein großes Problem ist, ist der doch bei sehr vielen Menschen spürbare Vertrauensverlust in das Corona-Management der Politik, zum Teil auch in die veröffentlichten ja, Meldungen, was die Erkenntnis der Mediziner anbelangt und so weiter und so fort. Aber da muss sich die Politik auch manchmal nicht wundern, wenn man jetzt, und das ist ja in großem Stil der Fall, darauf setzt, ja, mit riesigen Finanzmitteln äh, sozusagen die Krise abfedern zu wollen, indem man eben allen möglichen Gruppen für ihre Ausfälle dann äh, Ersatzgelder zur Verfügung stellt, wie etwa der Gastronomie. Äh, 70 Prozent ähm, der, der Ausfälle jetzt im November äh, gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum sollen ja erstattet werden dann ist das natürlich eine, eine Antwort, die man geben kann, wobei sich die Frage stellt, ob das alles dann finanzierbar ist. Aber es kann dann auch nicht sein, wenn man das schon verspricht und ähm, ja, so handhabt, dass dann die Ausgleichsgelder eben nicht zeitnah gezahlt werden. Das ist ja jetzt bekannt auch, dass die Novemberhilfen eben erst im Januar ausgezahlt werden für die Gastronomie. Und viele Gastronomen ähm, ja bis dahin dann einfach nicht durchhalten und äh, dann eben trotzdem pleite gehen, die Hilfen buchstäblich zu spät kommen. Und da muss sich die Politik dann schon entscheiden. Wenn man äh, mit großzügigen Geldern äh, reagiert, dann muss man die eben auch zeitnah auszahlen, äh, die Hilfe zeitnah bereitstellen. Oder man entschließt sich zu einer anderen Strategie mit nicht ganz so weitreichenden Schließungen, wo dann eben Geschäftsleben, äh, Einkünfte doch ermöglicht werden und so die Existenzen gerettet werden können. Ja, ein äh, Thema, was äh, ja, in den letzten Tagen ähm, ja, besonders stark diskutiert wird, ist natürlich die Frage des Impfens. Stehen verschiedene Impfstoffe bereit? Sie werden auch für Deutschland mutmaßlich ab Ende Dezember dann verabreicht werden in den Impfzentren. Und ja, auch mich persönlich fragen Bürger, wie ich denn dazu stehe. Und es ist keine leichte Frage, denn ich bin jetzt kein, da nicht ideologisch, ich bin kein erklärter Impfgegner. Ich habe. Impfen als eine große Errungenschaft der Medizin und habe beispielsweise in den letzten zwei Jahren mich auch gegen ähm, Grippe impfen lassen. Ähm, aber dennoch äh, bewegen mich natürlich die Fragen, die die breite Bevölkerung auch umtreiben. Dieses, äh, dieser Impfstoff jetzt, ähm, der in Deutschland entwickelt wurde, aber auch gilt ja auch für analog für andere Impfstoffe ist ja jetzt in sehr kürzester Zeit entwickelt worden unter maximalem Druck seitens der Politik, der Medien, auch Börsengetrieben, das sind starke finanzielle Interessen mit im Spiel und ja, ganz klar, die Entwicklung von Impfstoffen dauert sonst sehr viel länger, etliche Jahre, weil man ja auch längerfristige Nebenwirkungen abtesten muss und das ist hier eben so nicht der der Fall und äh, so frage ich mich natürlich auch, ist das jetzt hinreichend äh, getestet? Äh, es fehlen Erfahrungen mit Nebenwirkungen? Ähm, ja, riskiert man dort nicht vielleicht doch zu viel durch dieses beschleunigte Verfahren? Also ich bin da zurückhaltend und mich irritiert natürlich auch, wenn ich jetzt lese, das habe ich gerade heute auch äh, gelesen, dass äh, es eine Umfrage aktuell unter vielen Ärzten gibt und dort äh, ein großer Teil, ich glaube sogar die Mehrheit, sich so dahingehend äußerte, dass sie sich zunächst nicht impfen lassen wollten, selbst persönlich. Das wurde dann damit erklärt in dem Artikel, dass diese Ärzte, wo sich eben für Gesundheiten und von daher keine besondere Notwendigkeit sehen, sich impfen zu lassen. Nun gut, also es mag eine wesentliche Erklärung sein. Vielleicht sind auch die die Ärzte skeptisch, was mögliche Nebenwirkungen anbelangt und sagen sich eben wie viele Bürger, na, dann warten wir erst einmal. Also ich finde es problematisch, wenn die Politik jetzt und die Medien einen enormen Druck erzeugen, sich hier impfen zu lassen. Also wir als AfD-Fraktion sind ja vehement gegen so etwas wie einen Impfzwang. Impfzwang kann ja nicht nur dadurch entstehen, dass das sozusagen angeordnet wird. Das tut die Politik nicht. Sie äh, zwingt die Menschen nicht, sich impfen zu lassen. Aber es wird natürlich doch ein enormer indirekter Druck ausgeübt. Und wir werden in den nächsten Monaten abwarten müssen, ob dann nicht Leute, die sich impfen lassen, auch konkrete Vorteile bekommen, die denen, die das nicht tun, nicht zustehen. Und das wäre dann eben doch ein indirekter Impfzwang. Und da sind wir als. Äh, die AfD, und da bin ich auch persönlich vehement dagegen, ähm, das ist eine schwerwiegende Entscheidung, äh, wo wir alle nicht genau wissen, äh, ja, ob es die richtige ist oder ob man nicht doch vorsichtig sein muss. Insofern ist es eine Gewissensentscheidung. Und wenn sich äh, Risikogruppen, kranke Menschen, alte Menschen impfen lassen wollen, dann äh, ist das vielleicht der richtige Weg, dann sollen sie das tun. Aber wenn man da Zweifel hat, dann äh, soll man eben da auch... Äh, ja, zu der Schlussfolgerung kommen können, dass man sich eben bis auf weiteres nicht impfen lässt. Liebe Mitbürger, wir stehen ja jetzt eine Woche vor dem Weihnachtsfest und natürlich machen Sie sich zu Hause Gedanken, wie dieses Weihnachten wohl werden wird unter diesen Rahmenbedingungen. Und ich selber mache die mir natürlich auch. Es ist sicherlich ein schwieriges Weihnachtsfest. Wir werden das nur in ganz kleinem Rahmen, eigentlich im engeren Familienkreis überhaupt feiern dürfen. Das ist schade, weil Weihnachten ja das Familienfest schlechthin ist, wo eben auch Verwandtschaft zusammenkommt, auch in einem etwas größeren Kreise. Und ich persönlich, und das gilt auch für meine Landtagsfraktion hier in Rheinland-Pfalz, Sieht das auch als äh, einen Übergriff äh, der Politik in einen Bereich an, einen privaten Bereich, äh, wo sie nicht solche Vorschriften erlassen sollte. Hier sollte man eindeutig mehr zulassen. Ähm ja, es wird ein schwieriges Weihnachtsfest von daher, aber ich wünsche Ihnen allen, dass Sie trotzdem ein schönes Weihnachten erleben. Machen Sie sich zu Hause gemütlich. Zünden Sie viele Kerzen und Lichter an. Äh, schmücken Sie Ihre Wohnung, Ihr Haus weihnachtlich. Versuchen Sie dort äh, dazu beizutragen, dass so etwas wie Festtagsstimmung aufkommt. Und wir alle sollten auch äh, probieren, mit Zuversicht ins neue Jahr zu gehen, so schwer das äh, uns auch dieser Tage fallen mag. Äh, denn es gibt viele, viele Probleme zu lösen und wir müssen die guten Mutes angehen. Und äh, ich kann Ihnen äh, für meine Person und natürlich für meine Fraktion, die AfD, äh, mit auf den Weg geben, dass wir alles äh, tun werden, was in unserer Kraft steht, um äh, politische Angebote zu machen, die äh, zur Lösung äh, der ganzen mit dem Corona-Thema zusammenhängenden Probleme beitragen können, aber natürlich auch weiter über hinaus äh, wir haben ja Mitte März Landtagswahlen und haben ein umfangreiches, gutes Landtagswahlprogramm erstellt. Auch hier lade ich Sie ein, einen Blick da reinzuwerfen zu werfen und die Angebote, die Programme der AfD kennenzulernen. Aber zunächst einmal frohe Weihnachten und alles Gute für 2021. Ihr Martin Louis Schmidt. Danke sehr.